Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Zentrum Modernes Griechenland, es freut mich sehr, Sie heute zu unserer Online-Veranstaltung begrüßen zu dürfen, einem Gastvortrag zum Thema griechische Sprachgeschichte, intralinguale Übersetzung und Sprachideologie anlässlich des Internationalen Tages der griechischen Sprache am 9. Februar 2022, den wir auch in diesem Jahr gemeinsam mit der Botschaft der Hellenischen Republik in Deutschland feiern. Im Zentrum Modernes Griechenland möchten wir diesen Tag alljährlich zum Dreh- und Angelpunkt machen, um die griechische Sprache in ihrer einzigartigen diachronischen und synchronischen Diversität zu thematisieren. Neben der Zemmuk Lecture, dem Bücherfest der Edition Rhodiosini und der Langen Nacht der Wissenschaften kommt so auf dem Zentrumskalender ein viertes Datum hinzu, das das akademische Jahr strukturiert. In den vergangenen Jahren wurde der Internationale Tag der griechischen Sprache zum Anlass genommen, um etwa in der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen den Blick zu schärfen für die gegenwärtige Situation der griechischen Studien in Deutschland in Forschung und Lehre oder 2020 im Seminarzentrum der Freien Universität Berlin über Traditionen, Grenzen und Möglichkeiten der griechischen Sprache als literarisches Medium zu diskutieren. Dass die Praxis und Theorie der Übersetzung in diesem Kontext mit Priorisierung thematisiert werden mussten, ist naheliegend, kennt man auch nur oberflächlich die Agenda des Zentrums und seiner Editions- bzw. Forschungspraxis. Es sind die Übersetzerinnen und Übersetzer, mit denen wir im Zentrum alltäglich konfrontiert sind, in deren Bemühungen das treffende Wort zwischen der griechischen und der deutschen Sprache zu finden. Ob die Übersetzungen neugriechischer literarischer Texte im Programm der Edition Rhodiosini. Ob das Forschungsprojekt zu den deutsch-griechischen Übersetzungskulturen im 19. und 20. Jahrhundert eine Kollektivbiografie jener, die ihr Tun dem sprachlichen Ausdruck in interlingualer Perspektive gewidmet haben. Oder ob jenes Forschungsvorhaben zu den Übersetzungen deutscher Literatur und Philosophie, die auf Zante und Corfu ins Italienische im Rahmen eines transnationalen Literatur- und Wissenstransfers für Dionysios Solomos angefertigt worden. Für jenen also, dessen Gedenktag am 9. Februar die Hellenische Republik zum Internationalen Tag der griechischen Sprache ernannt hat und weltweit den Impuls heute und morgen für eine inzwischen unübersichtliche Reihe von Veranstaltungen in der griechischen Diaspora gibt. Ich freue mich sehr, für den Beitrag des CEMOC an dem Gedenktag 2022 den Kollegen Christos Karvounis aus dem Arbeitsbereich Neugriechisch an der Johannes Gutenberg Universität Mainz und dem Fachbereich für Translation, Sprach- und Kulturwissenschaft gewonnen zu haben. In seinem Vortrag zur Frage der intralingualen Übersetzung während der jahrtausendlangen Kontinuität des Griechischen wird Herr Karvounis ein Problemfeld aufzeigen, auf dem der Sprachwandel als Gegensatz der Sprachgeschichte in seinen Verflechtungen mit der Sprachideologie, dem Sprachverhalten der jeweiligen griechischen Gemeinschaften sichtbar werden kann. Nach einem Studium der altgriechischen Philologie, der alten Geschichte und der byzantinischen und neugriechischen Philologie an der LMU München hat sich Christos Karvounis 2001 über Demosthenes Staatsreden promoviert. Seine Habilitation erfolgte 2016 im Bereich der Neogrammatistik und der historischen Soziolinguistik zum Thema der neugriechischen Diglossie. Diglossie, Sprachideologie, Wertekonflikte zur Geschichte der neugriechischen Standardsprache 1780 bis 1930. Seit 2008 ist er am Fachbereich für Translation, Sprach- und Kulturwissenschaft der Johannes Gutenberg Universität Mainz tätig und vertritt das Fach Neogrammatistik in Forschung und Lehre. Seine Forschungsschwerpunkte
Kreisen um die griechische Sprachgeschichte, die Glossie, Sprachverhalten, neugriechische Sprachenfrage und um die Geschichte der intralingualen Übersetzung, etwa Übersetzung vom Alte ins Neugriechische und Bibelübersetzung. Im Druck ist bei dem Universitätsverlag Kreta seine Monographie über die Übersetzung des Matthäusevangeliums von Alexandros Balis, einem Verfechter der Volkssprache und führenden Gelehrten des Demotizismus um 1900. An der Johannes Gutenberg Universität hat Christos Karvonis ferner eine Übersetzungswerkstatt eingerichtet und etliche Projektaktivitäten in Gang gesetzt, aus denen heute mindestens eine nicht unerwähnt bleiben soll. Die kommentierte Übersetzung ins Griechische für den schon erwähnten Universitätsverlag Kreta, der Studie des Historikers Gunnar Herring, die Auseinandersetzungen über die neugriechische Schriftsprache, des meines Erachtens luzidesten deutschsprachigen Kurzeinführung in die neugriechische Sprachenfrage. Erlauben Sie mir noch ein paar Worte zum Arbeitsbereich Neugriechisch am Fachbereich für Translation, Sprach- und Kulturwissenschaft. Und nicht nur, weil es ein Unikat ist, als die einzige akademische Ausbildungsstätte im deutschsprachigen Raum, in der man Neugriechisch in der Fachrichtung Translationswissenschaft studieren kann. Der Arbeitsbereich wurde 1994 in Germersheim eingerichtet und der Kollege Hans Ruge hat das Fach bis 2005 vertreten als Professor für neugriechische Sprache und Kultur. Sein Buch Grammatik des Neugriechischen, Lautlehre, Formenlehre, Syntax ist in der Sachbuchreihe der Edition Romulus Inizemo zu konsultieren. Trotz vieler kultur- und sprachwissenschaftlicher Lehrveranstaltungen liegt der Fokus in Germersheim auf der Übersetzung. Um das Neugriechische als eines der kleinsten und dem Druck der Statistik immer wieder ausgesetzten Fächer ist im Fachbereich in BA und MA mit vielen anderen Sprachen zu kombinieren. Teilweise wurde im Fach Neugriechisch auch ein Dolmetschstudium angeboten mit den Sprachen Neugriechisch, Englisch und Deutsch. Aufgrund von personellen Engpässen ist allerdings dieses Masterstudium Dolmetschen derzeit leider nicht möglich. Es wäre ein großer Gewinn für die deutschsprachige Neogriechistik, wenn die Hellenische Republik in diesem Fall mit einer Stiftungsdozentur intervenieren und dieses Alleinstellungsmerkmal der Johannes Gutenberg Universität Mainz nachhaltig absichern würde. In diesem Punkt haben wir Neogriechisten und Neogriechistinnen in Deutschland jeden Grund, mit der Unterstützung der Botschaft der Hellenischen Republik in Berlin zu rechnen. An das Podium bitte ich so jetzt den CEMOG-Mitarbeiter Marco Hillemann, der das Grußwort der griechischen Botschafterin, Frau Maria Marinaki, aus Anlass des Internationalen Tages der griechischen Sprache 2022 vorlesen wird.